Hallo du, willkommen zu einem kleinen Infovideo auf meinem YouTube-Kanal und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr seid verrückt. Ihr seid wirklich verrückt, durchgeknallt, wahnsinnig, bekloppt. Ne, bekloppt nicht. Ja, ihr seid schon gute Leute. Steht ihr. Denn, warum spreche ich euch zu euch hier, der Präsident der Vereinigten YouTube-Emirate? Ganz einfach, es sind 35.000 Abonnenten geknackt worden und das habe ich natürlich dem guten Gronkh, Sarrazar und den Tobi Nater zu verdanken, aber auch euch, denn viele haben die Tipps und Tricks Videos zu GTA 5 angesehen und dazu muss ich mich echt ja, bedanken bei euch, denn 35.000 Abonnenten ist einfach unfassbar geil. Wer hätte das mal gedacht, ja? 35.000 Menschen, das sind so viele, die ich weiß ich nicht, ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, als wir das Let's Play mit dem guten Gronkh und Sarrazar angefangen haben, also GTA Online, da haben wir uns gedacht, okay, das wird bestimmt gut laufen, aber ich glaube nicht, dass die Leute uns abonnieren werden, weil viele von denen gucken halt auf den Kanälen, allerdings wollen die halt ihre super Homies sehen, ja, ist auch super, verstehe ich auch. Und dann habt ihr gesagt, ey, geil, ich kann es auch bei den anderen aus der Perspektive sehen und dann kam das und dazu noch die Tipps und Tricks. Zum Beispiel hat dieses Tipps und Tricks Video mit dem 1-Million-Dollar-Auto hat über 120.000 Klicks und das ist der Hammer. Und ich habe mir gedacht, ja, du musst dich natürlich irgendwie bedanken bei den Leuten, ja, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man sich die Zeit nimmt und sich wirklich alle Videos anguckt, die wir hier so raushauen täglich. Und also wirklich meinen großen Dank an euch. Das macht wirklich Spaß, wenn man weiß, dass es Leute gibt, die wirklich gerne die Videos gucken von einem. Und es ist halt nicht selbstverständlich, ja. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass ich jeden einzelnen von euch, also jeden, du und so weiter, wirklich gerne mal persönlich meinen Dank aussprechen würde. Mache ich jetzt gerade. Und ja, ich muss auf jeden Fall sagen, ich hätte es nie gedacht. Mir fehlen eigentlich gerade ein bisschen so die Worte, ja, weil man muss sagen, ihr müsst euch vorstellen, ich war gestern Abend noch ganz kurz auf YouTube und habe dann gesehen, ach guck mal, du hast jetzt irgendwie 33.000, 34.000 Abonnenten. Ja, das ist schon krass. Und dann guckst, gehst du schlafen und wirst morgens wach und dann siehst du auf einmal, zack, wieder 1.000 neue. Ja, klingt ein bisschen krass, ist aber so. Und ich kann es gar nicht fassen. Ja, und der gute Tobi Nater, also mein Kumpane, mein bester Super-Homie, Dovi, ihr wisst schon Bescheid, der hat es natürlich auch bald gepackt und die 20.000, ich gönn's ihm super. Und wenn ihr mal gute Let's Plays gucken wollt, dann schaut doch mal nochmal und immer wieder auf seinem Kanal vorbei. Den findet ihr ja auf meinem Kanal verlinkt, oben rechts hier. Ne, rechts. Ja, also von euch jetzt hier. Ja, hier. Also bei mir links, bei euch rechts. Wisst ihr Bescheid? Und da könnt ihr euch dann zum Beispiel Assassin's Creed angucken. Oder Tobi zockt immer Minecraft. Und wenn wir gerade bei Minecraft sind, muss ich euch ganz kurz erklären, wir haben das Let's Play ein wenig pausiert, gehen aber bald wieder ran an die Spitzhacken und werden in ja, werden wieder bunte Abenteuer leben und ich hoffe, ihr seid dabei. Aber auch GTA 5 erscheint weiterhin, also GTA Online um 16 Uhr jeden Tag. Nee, 17 Uhr, Mann, um 17 Uhr jeden Tag, so. Und Beyond Two Souls ist ja auch durchaus beliebt und wird dann weiterhin um 19 Uhr erscheinen. Ist wirklich ein sehr spannendes Spiel, Leute. Ich zock's wirklich gerne und ich bin eben überlegen, ja, wenn ihr Lust habt, ob wir vielleicht nicht mal eine Webcam-Folge mehr machen müssen oder sollen, aber ich weiß es doch nicht, ich bin da hin und her gerissen und so. Ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet oder was ich auch noch für eine Idee habe, ja, die ist aber, ich weiß nicht, also das jetzt zu verraten, soll ich's? Soll ich tun? Ja, komm. Und zwar möchte ich gerne einmal in der Woche, zum Beispiel jetzt sagen wir mal jeden Sonntag um 16 Uhr, euch so eine kleine Gaming-News-Show präsentieren. Gibt's auf YouTube en masse, ich weiß. Aber ich habe so eine Idee schon länger. Und ich habe ja die Trailer-Analyse zu GTA 5 gemacht und auch die Screenshot-Analyse. Und das kam mir so gut an, da habe ich mir gedacht, hey, vielleicht machst du nicht einfach ganz amateurhaft, ja? Du sitzt hier und erzählst einfach deine Meinung zu den aktuellen Gaming-News. Ja, gibt's zwar, aber kann man doch auch machen. Wenn man Bock darauf hat, mach es, habe ich mir gedacht. Und wenn ihr Lust habt, wenn ihr es wollt, können wir so eine Aktion mal starten und dann mal gucken, wie sowas ankommt. Und dann würde ich sagen, wenn ihr das wollt, wenn ihr sagt, ey, geil, macht das, dann schreibt es mal in die Kommentare, ja. Und wenn ihr sagt, nee, lass es lieber, dann lassen wir es auch lieber. Aber ich möchte diesen YouTube-Kanal nicht nur mit Let's Plays ein bisschen hier füttern, sondern auch mit anderen Sachen. Solche Sachen wie eben hier dieses Video, ja, in dem ich euch ein bisschen was erzähle. Oder eben so eine Gaming-News-Videoserie, wo dann einmal in der Woche zum Beispiel Watch Dogs wurde verschoben, GTA Online Dollars, wie bekomme ich die, wann kommen die, was hat Rockstar Games gesagt, wie sieht es mit der PlayStation 4 aus, was ist in dem Paket der Xbox One
und wie teuer sind die Konsolen und so weiter und so fort. Sowas würde ich gerne machen. Und dann könnte man ja mal sehen, wie das läuft. Also, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal bei euch herzlich für die 35.000 Abonnenten. Und ja, ist wirklich Hammer. Ja, also wer es mir jetzt gar nicht abkauft, tut mir leid. Das meine ich aber wirklich so. Ich sitze jetzt hier nicht und sage, ach, 35, ja, da kann ja bald die 40 kommen. Ja, nee, also ich bin da wirklich überwältigt. Der gute Tobi auch, muss ich echt sagen. Wir quatschen ja immer abends und er sagt ja auch zu mir, Alter, Hammer, wie das zurzeit abgeht. Also, vielen, vielen Dank und ich freue mich auf deinen Kommentar, auf eure Kommentare zu der Gaming-News-Sache, zu diesem Video hier und wenn ihr Tipps und Tricks zu GTA 5 habt, postet ihr auch hier unter dem Video. Ja, man sieht sich, man liest sich und man hört sich und danke, danke, bitte gerne. Bis dann. Tschüss.